Mitochondrientherapie im Biomedical Center, darüber möchte ich heute zu Ihnen sprechen. Die Mitochondrientherapie bekommt immer mehr Bedeutung und wird immer mehr schlichtweg durch Grundlagenforschung untermauert. Mitochondrien bekommen aus der pharmazeutischen Forschung sehr viel Aufmerksamkeit und es gibt die ersten Medikamente, die sich ausschließlich an die Mitochondrien in Organen wenden und diese behandeln. Was machen wir im Biomedical Center Speyer als Mitochondrientherapie? Wir handeln letztendlich gemäß einem Projekt, was die Mitochondrien-Grundlagenforschung aufgerufen hat, das MITO-EAGLE-Projekt. Es geht um Evolution, Age, Gender, Lifestyle and Environment, auf Deutsch Herkunft, Alter, Geschlecht, Lebensstil und Umweltbelastungen oder Umweltbedingungen. Und genau das bilden wir in unserer Therapie in Speyer ab. Lebensstil. Ernährung hat einen riesigen Einfluss auf die Mitochondrienfunktion. Das lässt sich messen, das lässt sich beweisen und das spürt sich auch für den Patienten sehr gut an und lässt sich gut nachvollziehen. Ernährung ist also ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Therapie. Natürlich brauchen Mitochondrien Wirkstoffe oder Mikronährstoffe, um zu funktionieren, damit die Biochemie der Mitochondrien funktioniert. Und genau diese Mikronährstoffe messen wir im Blutlabor und genau das bestimmen wir und handeln danach, wo Mangel besteht, wird dieser Mangel ausgeglichen, wird therapiert. Weiterhin ist im Rahmen des Lebensstils natürlich auch Bewegung ein wichtiger Punkt. Man weiß aus der Grundlagenforschung, dass Mitochondrien wieder funktionieren und besser funktionieren, wenn der Stoffwechsel durch Bewegung angeregt wird. Also bei uns wird Bewegung groß beschrieben und auch in der physikalischen Therapie werden viele Maßnahmen gemacht, die wichtig sind für Zellfunktion. Der Darm ist ein ganz bedeutender Anteil in der Therapie und so messen wir viele Parameter und tun ganz viel für den Darm mit gesunden Mikroorganismen, die den Darm neu besiedeln und Darmfunktion wieder verbessern. Und letzten Endes gibt es eine Verbindung zwischen Mitochondrien und Mikroorganismen, das weiß man heute in der Grundlagenforschung. Man ist intensiv dabei, dies zu beforschen. Wir sehen in unserer Therapie, wie wichtig es ist, den Darm gut zu besiedeln mit guten Mikroorganismen und hier ein großes Augenmerk drauf zu haben. Umwelt. Wir alle leben in einer Welt, die sehr beschäftigt, belastet, aktiv ist. Nicht alles ist gesund, was wir tun. Wir können es nicht vor allem schützen. Und so sammeln wir mit den Jahren zunehmend an Schadstoffen aus der Umgebungsluft, aus Kosmetika, aus der Ernährung, aus Materialien, Verpackungsmaterialien, wie auch immer. Wir sammeln und wir entgiften normalerweise. Wenn die Entgiftungsfunktion, die uns die Natur gegeben hat, in unserer Leber, in unseren Zellen, wobei auch die Mitochondrien daran beteiligt sind, nicht mehr richtig funktioniert, sammeln wir umso mehr Schadstoffe und diese machen wieder Mitochondrienfunktionsschädigung. Also ist es eine wichtige Maßnahme bei uns in der Therapie, Schadstoffe zu erfassen, zu erkennen, zu quantifizieren und diese dann aus dem Körper herauszuholen. Und dafür gibt es vielzählige Möglichkeiten zur Entgiftung, sei es mit Einnahme von Pflanzenstoffen, die entgiftend wirken, sei es mit Injektion, Infusion von Medikamenten, die verschiedene Klassen von Stoffen beinhalten, oft schwefelhaltige Stoffe sind es, die die Körperentgiftung unterstützen und Gifte aus dem Körper messbar herausholen. Auch das messen wir im Rahmen der Therapie, sodass ein sehr klares Bild von dem entsteht, was wir tun und was es macht. Letzten Endes geht es darum, dass sich der betroffene Mensch wieder gut fühlt, gesund wird und ein gesundes Leben führen kann. Und genau das ist unsere Therapie. Wir bemühen uns zu begleiten, damit der Patient einen gesunden Lebensweg führen kann. Das heißt, er auch weiß, was er selbst für seine Gesundheit tun kann, was Sinn macht, was leicht fällt,
was gut auszuführen ist, kann man dauerhaft in der Lebensstil, im Lebensstil, in der Lebensführung umsetzen. Eben sei es wieder, wie am Anfang gesagt, Ernährung, Lebensstil, Bewegung. Was kann ich für mich Gesundheitsstiftendes tun? Das ist das, was wir hier im Biomedical Center tun. Danke.